Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBB Trivialos Big Pack. So, ich habe schon mal hier das Fused Quartz geholt, dann machen wir jetzt mal das Reservoir fertig. 1, 2. Flop. Wieso habe ich jetzt gedacht, dass an den Seiten auch noch Eisen drin kommt? Komm, dann brauche ich mir davon wenigstens mal gerade zwei Eimer und den Rest kann ich ja wegkippen. 1, 2. Gut. Okay, dann. Okay, dann kann ich eigentlich schon direkt jetzt gleich hier die beiden Gedönse fertig craften. Ach, verdammt, ich hab die Produkte vergessen. Das fällt schon wieder zurück, ne? Der wollte mich schon verarschen. Also der Regen ist... Ich glaube, Regen ist echt das nervigste in gesamt Minecraft. So, da habe ich eben noch welche von gesehen, von dem Pressurized. 5 Stück, ich hoffe, das reicht. Ich hoffe es echt. Ich habe nämlich keinen Bock mehr. Da ist gerade ein Blitz eingeschlagen. Das habe ich auch lange nicht mehr erlebt bei Minecraft. Ich glaube, der letzte Blitz, der eingeschlagen ist, war damals beim Project RET, also bei LV2, als der Crazy und ich so viel mit Filmflap umgespielt hatten. Okay. Reservoir. Einmal. Zweimal. Ja, so wollte ich das. 1, 2, 3. Komm, das machen wir jetzt doch ganz. Ah nee, ich will das erstmal zulassen. Das kann man ja im Notfall immer noch ausbalancieren, dass man noch ein drittes einsetzt. Extract Report Signal, da ist jetzt Waffe drin. Dann muss ich hier noch eins hin. Und dann fange ich mal an. Gut, dann brauchen wir jetzt zwei Zentrifugen, ich auch nicht. Squeezer, Fermenter. Zwei Fermenter. Die Fermenter werden gemacht, nicht zu verwechseln mit dem Fermenter von Universal Engineering. Das ist was anderes. Der Fermenter wird gemacht aus Bronze Gear, mit dem 3D Casing und Glas. Und das 3D Casing ist nichts anderes als Bronze. Also dafür brauchen wir diese Bronze. Und ich könnte mich gerade glückschützen, als ich wieder mir ein Flachwitz verknüpfen habe. Oh, das war noch Bronze. Einen haben wir sogar auch noch. Hab ich gewusst, hab ich vorbereitet gehabt. Hab ich vorbereitet gehabt, du Nabensein. Okay, also zwei Fermenter brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Und dann hier noch ein Eisen und wir haben die Bronze Gears. So, und ich habe nicht nachgedacht, wir brauchen jetzt zwei, also brauchen wir doch noch zwei Eisen. Ich habe auch mal gerade ganz kurz mein Mikro ein bisschen mehr zu mir gedreht. Ich glaube, das war ein bisschen zu weit weg gerade. So, jetzt aber. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut. 2 Set Casings, Glas und die Fermenter haben wir. Sehr schön. Junge, was ist heute bei mir in der Stadt los? Ich höre jetzt natürlich schon zum x-ten Mal Feuerwehr, Polizei, Notarzt und deutsche Heilsarmee.
Bald habe ich Angst, dass die Russland einmarschiert. Oh, und ich habe wieder was vergessen. Gut. Wasser kommt hier rein. Und die Saplings können jetzt hier auch schon mal rein. So. Wieso passiert hier jetzt noch nichts? Also der hier hat noch keinen Strom, das ist klar. Aber da fehlt da noch etwas. Und zwar werde ich jetzt hier Fertilizer brauchen. Und damit wir ein bisschen Sand dafür kriegen, werde ich die Forest hier mal anschmeißen. Wo geht der sonst? Ich lasse das jetzt einfach mal sein. Ich habe schon genug rumgeschnüffelt hier. Okay, vergesst es. Ich glaube, das wird so eingestellt, dass der Sand instant gelöscht wird. Muss ich mal später Close oder so fragen. Gut. Ich mache auf jeden Fall dann nochmal. Oder ist hier Sand? Ich hab nochmal. Ja, hier ist Sand. Nehme ich mal 6 Stacks. Und dann muss ich nochmal ganz schnell mein Inventar was entleeren. Cleanstone weg. Deine Kobbel kann weg. Erde kann weg. Der Granit kann weg. Und ich glaube, das war dann auch schon. Biofuel und die Saplings da können einen Staub weg. Aber das lassen wir jetzt erstmal. Und dann machen wir nochmal eine. Machen wir zwei Storage Units. Weil da wird noch was kommen. Machen wir wieder die Tier 2. Die reichen vollkommen. Also Tier 3 wären jetzt echt Enderperlenverschwendung. Und im Notfall kann das ja immer noch ausgetauscht werden, also so ist es ja nicht. Halt. Ich hätte es fast schon wieder vergessen. Nein. Hier. Ja, nein, falsches. Ist hier kein. Als ob hier kein Redstone-Flugstock mehr ist. Redstone-Flugstock. Was geht hier dazu? Du hast einen kleinen Fehler auf diese ganzen Laternen, sag ich mal. Stimmt, da muss ich mal fragen, ob ich den mir nehmen kann. Aber ich brauche trotzdem noch Fox Duck. Warte mal. Ne. Drüben beim der Maschine vielleicht? Nicht so aus. Ah, jetzt darf ich doch noch zu mir nach Hause laufen. Aber da will ich doch nicht, und das ist doch voll die Bruchbude. Boah, ich liebe die Musik. Ist die Musik eigentlich in letzter Zeit zu leise oder zu laut oder überhaupt nicht da? Schreibt mir das bitte mal. Hallo. Ja, komm, leg dich von mir.
Komm, ich weiß mal ganz schnell, was ich das wegkriege. Und dann nehme ich mir mal von hier eine Werkbank mit. Die wir noch direkt zur Crafting Station machen. Weil da können wir das einfach direkt da craften. Das ist schon wieder bei 10 Minuten. Gut. Gut, gut. Okay. Ich meine, ich beneide den Baustil von Street. Ich liebe den einfach. Gut, also. Warte mal. Da machen wir jetzt mal Trick 72. Das Ganze dürfte dann später hier sein. Komm, die Decke machen wir dann auf dem schwächen Tür. So. Gut. Ich glaube, ich könnte eine Wand auf die Fresse hauen. Das dürfte dann hier ungefähr sein. Gut, jetzt zur Crafting Station. Jetzt weiß ich erstmal das rein. Gut, das kommt hier rein. Ja, da sind wir doch jetzt drin. So, wir brauchen Fertilizer. Wir haben 6 Stacks und wir brauchen dann 3 Stacks Appetite. Und wenn wir jetzt ganz einfach hier den Fertilizer dazwischen packen, kriegen wir Fertilizer. Das machen wir jetzt noch einmal. Und stopfen den Fertilizer dann da oben rein. Da wird aber jedoch nicht zu viel benötigt, also das sollte locker reichen. Und wenn wir jetzt dann einmal hier auf Extract machen und dann hier ein Redstone Energy Conduit, dann sollte jetzt hier, jawohl, die erste Biomass wird produziert. Sehr schön. Das hätten wir dann schon mal. Okay. Dann brauchen wir als nächstes, können wir eigentlich hier 2 Fluid Conduits nehmen und die auf. Wieso wurden die jetzt rausgeschmissen? Auf Extract without das Signal schnellen. Denn jetzt als nächstes. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Schauen wir nochmal nach. Saplings. Werden jetzt hier zu Biomass verarbeitet. Die Biomass wird jetzt in der Still weiterverarbeitet. Scheiße, da habe ich. Ah, dann kommt das hier gar nicht hin. Komm mal zurück. Gut. Okay, dann brauchen wir jetzt 2 Stills. Die Still, das ist die Distillery von Extra Trees, okay. Wir wollen aber die Still von Foresty. Da brauchen wir einfach nur Still Casings und... Ja, danke. So, die Casings sollen wir schon mal machen. Und dann müssen wir wirklich, es tut mir einfach leid, ich weiß nicht, wie ich mit dieser das klarkommen soll. Wir müssen was tun verschwenden. Dam, dam, dam. Also, auch wenn dieses Pack ein bisschen wetzend und teuer ist, aber ich glaube, das sollte noch gerade so drin sein. Wetzend ist... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, 8 Glas. Flop. Flop.
Und die Stills sind fertig. Gut. Dann bewege ich mich noch einmal schnell rüber zu mir nach Hause. Hol ein bisschen Obsidian, weil wir werden das ganze die ganze Flüssigkeit, den ganzen Ethanol, weil das wird auf jeden Fall einiges sein, was vorbekommen wird, wenn wir erstmal anspeichern lassen und einen schönen großen Tank machen. Da hole ich mir auf jeden Fall mal 2 Stacks Obsidian, dass dann auch ein schön großer Tank sein kann, also so... Alter! Du Kackvieh! Boah, hab ich mich erschrocken! Dafür wirst du jetzt leiden. Boah. Alter! Mir fällt gerade ganz, ganz schnell die Pumpe. Scheiß auf Halloween! Das war das Gruseligste bisher. 1, 2. Hat er überhaupt Wasser drin? Okay. Na, da muss ich auch nochmal aufhören. Ja. Das machen wir auch wahrscheinlich in einer der nächsten Aufnahmen mal weiter. Gut. Dann brauchen wir, wie gesagt, Tanks oder Tanks. Boah, ich komme auch nicht auf den Enderman von gerade klar. Der war echt genial. Hallo, Claro. So. Wo haben wir? Hier ist das Glas drin. Wobei, hier war auch noch. Wir nehmen einfach mal mit. So. 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 Gibt es die Tanks nicht oder bin ich so. Sag mir nicht, die gibt es nicht. Okay, die gibt es dann echt nicht. Oder ich war gerade blind. Wollen wir dann Resonant Tank machen? Okay, Kommando zurück, wir machen einen Resonant Tank. Das wird dann von mir spendiert. Derium habe ich ja noch. Ich weiß gerade nicht der Überzeugung, dass es die gibt. Okay, das war ein Kupfer und Glas. Dann Infa. 1, 2, 3, 4. Dann den Rest habe ich drüben. Also irgendwie ist dieser Asphalt hier, dieses Concrete, ist teilweise ein bisschen buggy. Also manchmal habe ich so einen kurzen Moment, wo ich nach hinten gedrückt werde. Aber naja, ist ganz gut gemacht, finde ich eigentlich bisher. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, den Hardend haben wir. Dann brauchen wir ein bisschen Hardened Glass. Ich wusste, dass ich das davor vorbereiten sollte. Und das Enderium. So. 512 Millibuckets, das sollte reichen. Dann wird es jetzt Zeit, dass wir hier ein bisschen Ethanol machen. Ich habe halt gedacht, da wird ein Creeper rumhüpfen. Aber naja. Wie findet ihr eigentlich diesen Minecraft Story Mode? Also, ich hatte ihn von meinem Cousin geschenkt bekommen, weil der weiß, dass ich relativ gerne Minecraft zocke. Der dachte, dass das irgendwie auch von den Machern wäre.
Also, es ist. Er ist komisch. Also, man kann es spielen, aber. Naja. Der ist echt komisch. Ich kann es einfach nicht anders ausdrücken. So, einmal. Gut. Jetzt wird hier Ethanol gemacht. Das ist komplett voll. Gut. Dann brauchen wir hier wieder zwei. Extract without a signal. Extract without a signal. Hier kommt rein. Warte mal. Es kommt hier hin. So. Damit hätten wir jetzt den ersten Bereich quasi fertig. So, die Setzlinge werden jetzt schon mal verarbeitet und da kommt jetzt auch schön Ethanol rein. Ich glaube, da können wir wirklich dann doch nochmal einen zweiten Bereich machen. Also, ich glaube, da kann echt nochmal eine zweite Still- und Fermenter hin, also eine dritte. Machen wir gleich. Ethanol kommt jetzt hier ran. So, jetzt müssen wir nur noch die Äpfel verarbeiten. Die Äpfel werden hier im Squeezer verarbeitet, zur Fruit Juice. Und da könnte man, gibt es da noch eine Chance, dass wir Mulch bekommen. Und Mulch ist anderes als ein Fertilizer. Gut, Biomasse wird wieder fröhlich hergestellt. Sehr schön. Gut, jetzt bin ich mir gerade gedanklich überlegen, wie wir das hier aufbauen. Ich glaube, die Squeezer brauchen kein Wasser. Okay. Also hier können wir einfach dann das so machen. Extract without a signal und dann hier zwei Squeezer ran. Und dann hier oben auch schon mal zwei. Da kommt dann der Humus rein. Und damit sich das auch dann schön weiter versorgt, macht er das auch schon mal direkt so, dass er dann direkt weiter hier läuft und auch hier reingelangen kann. Perfekt. Dann mache ich hier schon mal so quasi einen kleinen unendlichen Kreislauf. So, okay, unendlich nicht. Also, wenn das auf leer ist, dann geht das halt hier rüber. Gut. Würde ich jetzt sagen, dann war es das auch für diese Folge. Die erste Abteilung hier ist schon mal fertig. Geht, haben wir schon vier Eimer Ethanol. Und rein setzen. Ja. Okay. Aber gibt keine Effekte. Gut. Dann würde ich sagen, war das für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.